Hallo meine Lieben, wir haben das alte Jahr verlassen und mit viel Zuversicht haben wir das Jahr 2018 erwartet. Die meisten von uns gehen mit großer Erwartung in dieses neue Jahr. Und das liegt ganz einfach daran, wir wollen es endlich leichter haben und auch einmal den großen Erfolg haben. Wir wollen und brauchen das Glück. Und das ist Liebe und Erfolg. Von all den Unruhen und Schattenseiten haben wir wirklich genug. Und das betrifft nicht nur ein Sternzeichen, nein, es betrifft alle Sternzeichen. Doch bedenkt, über allem und im Zentrum steht die Liebe, die uns die Venus in diesem Jahr präsentiert. Welche Auswirkung aber hat der Planet Venus auf uns und unser Wohlergehen? Im 7-Jahres-Rhythmus wechselt das Venusjahr, wie auch alle anderen Planeten, wenn jeder einzelne Planet ein Jahr lang die Herrschaft hat. Der Saturn macht den Anfang. Danach folgen Jupiter und Mars. Dann Sonne und Venus. Und der Merkur und Mond schließen den Zyklus ab. 2018, dem Jahr der Venus, werden Liebe, Freundschaft und kameradschaftliche Gemeinsamkeiten gestärkt. Das Venusjahr beginnt im Sternzeichen Widder am 21. März 2018 und stärkt die Balance der partnerschaftlichen Liebe. Astrologen sagen unter der Regentschaft der Venus für die Wetterlage warme, aber auch feuchte Witterungen voraus. Kommen wir zu den positiven und zu den negativen Ausstrahlungen der Venus, die sich in diesem Jahr bemerkbar machen. Zuerst einmal die positiven Qualitäten. Sie erfüllen sich in Harmonie, Kreativität, Freude, Gemeinschaft und Wertschätzung. Und nun die negative Ausstrahlung. Das zeigt sich in Eitelkeit, Habgier, Unbeständigkeit und Selbstherrlichkeit. Wollen wir doch einmal das Wort Venus buchstabieren und durchleuchten. Ja, es sind 5 Buchstaben. So, V wie Verlust und Verlassen des alten Jahres und Vertrauen ins neue Venusjahr. Der Buchstabe E, Energie, Ehrfurcht und Ehrlichkeit. Hiermit wollen wir ins neue Jahr gehen und auch Ehrfurcht zur Natur haben. Der Buchstabe N. Neubeginn. Das, was wir neu beginnen wollen. Dazu müssen wir aber das Alte loslassen. Der Buchstabe U. Umbruch. Das heißt, mit Kraft und Energie Neues beginnen. Und nun zum letzten Buchstaben S. Säen. Die Saat säen, damit der Erfolg geerntet werden kann und im Guten siegen, um die Sonne zu spüren und zu sehen. Geh mit Vertrauen und Energie dem Neubeginn, den Umbruch mit neuer Saat entgegen. Dann
wird dir der Sieg sicher sein, ganz bestimmt. Und deine Sonne wird aufgehen. Und du wirst Freude, wie auch wunderbare Zufriedenheit, Glück und Erfolg finden und haben. Das wünsche ich euch von ganzem Herzen. Eure Deri.